Willkommen auf dem Promi-Kanal. Bitte drücken Sie den Like-Button und abonnieren Sie den Kanal, um die neuesten Informationen zu erhalten. Das Traumpaar Helene Fischer, Florian Silbereisen hat sich ja getrennt. Gestern hat man die beiden sehr, sehr gerührt, rührend so auf der Bühne zusammen gesehen. Wie haben Sie das erlebt? Ich habe es nicht gesehen, weil ich war ich war hinter den Kulissen und man hat Bilder gesehen, aber man hat überhaupt nichts verstanden, man hat nichts gehört. Ja, natürlich die Medien, die machen sich darüber her. Und dann, weil sie halt eben das Traumpaar wurden, muss man nun Folgendes sehen. Die beiden haben sich gefunden, die beiden haben sich ineinander verliebt. Die Medien haben das Traumpaar draus gemacht. Es passt irgendwie nicht in die Medienwelt, dass ein Traumpaar sich im Grunde trennt. Irgendwie geht's nicht. Also reden jetzt alle drüber. Das Schwierigste ist für die beiden, dass ihre Privatsphäre, und das sollen wir so belassen. Kann man denn nach so einer Trennung überhaupt Freunde bleiben? Kann das gelingen? Also ich kenne da mehrere und die sind jetzt nicht gerade aus der Branche, die halt eben Freunde geworden sind. Wir hören ja oft, dass Menschen oder Paare, die sich trennen, dass sie sagen, wir verstehen uns heute besser als vorher. Das gibt es schon, weil einfach vielleicht verschiedene Charaktere oder verschiedene Ausrichtungen nicht kompatibel waren mit dem alltäglichen Leben. Und ich wünsche den beiden nur alles Gute und es machte ja gestern so, was ich höre, den Anschein.